Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal das Thema: Ich bin auch schuldig. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 15, 31, da von einer bitteren und sehr tiefgehenden Begebenheit. Da heißt es dann zusammenfassend: Er hat schwere Schuld auf sich geladen, und dann ist da Gericht gekommen über einen Mann, der den Sabbat missachtet hat. Er hat Holz gesammelt, er hat sich nicht an die Gebote Gottes gehalten. Und man kommt ja bei diesen Stellen in der Bibel, wenn das Gericht so massiv auf eine Person kommt, und er wurde dann da umgebracht, weil die Sünde letztendlich nicht geduldet werden sollte, da kommt man ja schon ins Grübeln. Wie kann denn das sein bei einem liebenden Gott, und wie kann das überhaupt in dieser Form so gestaltet werden? Nun, wir sehen es an Jesus, wie das Herz Gottes ist. Die Bibel zeigt uns dort, wie die Pharisäer kommen und die Schriftgelehrten und wer auch immer da dabei waren, Johannes Kapitel 8, Vers 3, und sie zerren diese Sünderin, frisch ertappt beim Ehebruch, und sie zerren sie vor Jesus und sagen: Schau mal, die muss doch jetzt sterben. Und Jesus zeigt dann, dass keiner von ihnen ohne Schuld ist, und macht deutlich: Der, der ohne Schuld ist, der kann den ersten Stein werfen. Nun gehen alle weg, und Jesus fragt: Wo sind sie denn, die dich verurteilen wollen? Und sie sagt, sie sind gegangen. So sagt Jesus: Nun, ich will dich auch nicht verurteilen, geh hin und sündige nicht mehr. Mit anderen Worten, Jesus setzt sie frei. Er macht deutlich: Ich bin gekommen, um Schuld und Sünde zu vergeben. Aber das hat er ja nicht einfach so gesagt, in dieser Form: Naja, ist ja schon nicht so schlimm. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus ist derjenige, der den Preis dieser Sünde und Schuld von jedem Menschen auf sich nimmt, denn er musste diesen Preis bezahlen. Er konnte das sagen. Warum? Weil er bereit war, den Preis zu zahlen. Er starb am Kreuz jämmerlich. Er wurde so umgebracht in dieser Strafe, wo die Bibel sagt, die liegt auf uns. Und darum ist es diese wunderbare Einladung Gottes, nämlich sein Opfer anzunehmen für uns, damit Gerechtigkeit da ist, damit gesühnt wird das, was jeden Menschen letztendlich anhaftet, nämlich kein Mensch ist ohne Schuld. Niemand. Niemand kann sagen, ich bin gerecht. Niemand kann sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht oder ich bin immer total in Ordnung. Nein, alle Menschen sind schuldig vor Gott, und diese Schuld und Sünde trennt. Nun, im Alten Testament wurde das dann so gelöst. Man hat dann ein paar Opfer gehabt, und diese Opfer waren ein Hinweis auf Jesus und waren eine Art Stellvertretung für diese Schuld, und an manchen Stellen wurde aber auch das Gericht direkt vollzogen, wie hier an dieser Stelle. Wie bitter und schlimm. Und gleichzeitig aber auch, und ich glaube, das ist der wichtige Fokus, dass wir mit großen Augen, nämlich auf den schauen, der uns erlöst und frei gemacht hat, nämlich Jesus Christus, der genau deswegen gekommen ist, damit eben dieser Schrecken, dieses Schlimme, nämlich dass Gott letztendlich gerecht ist, und ja, urteilen muss, dieses Furchtbare, dass wir getrennt sind von ihm, dass er das aufhebt für dich und für mich. Letztendlich ist es sein Wille für jeden Menschen. Wir können das annehmen und wir können das ablehnen. Das ist wie wenn du überschuldet bist und jemand kommt und sagt: Ich übernehme alle deine Schulden. Und da kann man sagen: Stimmt das? Will ich das? Will doch lieber selber hinkriegen und so weiter. Ich kann es aber auch annehmen und in Dankbarkeit sagen: Ich schaffe es nicht allein. Genau das ist letztendlich im Zentrum des Evangeliums, dass wir erkennen: Ich bin überschuldet vor Gott. Ich kann es niemals abtragen, aber ich nehme seine Hand in Jesus Christus für mich entgegen, und ich bin voller Dankbarkeit und Freude, weil ich weiß, er hat meine Schuld, meine Last getragen. Ich darf frei sein vor Gott, geliebt als ein Kind Gottes, bis in Ewigkeit, so sagt uns die Bibel. Wie schön ist doch diese Botschaft, in der wir leben dürfen, Tag für Tag. Gott segne uns, und ich wünsche uns, dass wir genau das erleben, nämlich diese Freiheit, dieses bewusste Wissen in uns: Er hat mich erlöst. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen gerne wieder.